Ich habe angemacht jetzt. Ich habe mein ganzes PC gerade fast verprügelt, weil hier nichts funktioniert hat. Los, wir haben nur noch 39 Minuten. Okay. Podcast 2 Tomate. Oh Gott, Alter. Ich fucking Gott, nicht mehr so gehetzt, die scheiß arme Arsch. Sturmi. Jetzt reicht's mir. Ja, wir haben nur, Sturmi. Leute, es ist ganz wichtig, es ist gerade 18.11 Uhr, wir haben nur bis 18.50 Uhr, weil Arthur dann die BlizzCon sehen muss. Er muss sie sehen und er muss dann vom Fernseher sitzen. Es gibt keine Alternative, keine andere Zielsituation. Deswegen rocken wir das heute durch. Machen wir das nur, weil ich einen Kater habe und das auch ganz gut ist, wenn das kürzer ist heute. Der Redaktionschef, der würde mich töten, wenn ich nicht akkurat von der BlizzCon berichten würde. Ja, ja. Ich finde das auch gut, dass du da nächste Woche was hast, weil du dann über die BlizzCon redest, die heute stattfindet. Hast du die BlizzCon gesehen? Nein. Okay, cool. Nein. Diablo 4, wer hätte es gedacht? Irgendwas mit Overwatch, wer hätte das gedacht? Overwatch 2 und Diablo 4, ein Loot-Shooter. Endlich für Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge. Ich bin wieder Frederik von Schoen, das ist wieder Arthur von Fisch. Heute ist eine echt schwierige Folge für mich, sage ich von Anfang an. Für dich ist schwer. Für mich ist auch schwer, ist ja immer schwer, aber für mich geht's, weil ich war jetzt sehr lange, habe ich keine Drogen zu mir genommen. Also in Irland, Nordirland warst du auch. Hast da gelernt, Apartheid, was? Da habe ich Apartheid gelernt. Ja, genau. Ist ein tolles Konzept. Für Busse und Tams. Alkohol weit von mir wegsitzen lassen, einfach nur. Der Mensch und Alkohol. Ja. Ja, also, ja, das war ganz komisch auch für mich, weil, weißt du noch, ich habe gestern Nacht, habe ich dir panisch geschrieben, ich habe ihm ganz panisch geschrieben, weil ich dachte, fuck, BlizzCon ist ja nachts und so und wir hatten um 12 uns verabredet. Und dann war ich so, scheiße, es wird auch super spät und dann können wir nicht später aufnehmen. Und dann dachte ich, du bist im Bett. Warst du aber gar nicht. Nee, ich habe übel reingeschissen. Ich war auf einer Fete und das ist dann so, also wirklich eskaliert. Ich habe immer noch nicht ganz abcatchen können. Da gab es wirklich Handgemenge. Da gab es lange Gespräche, viele Tränen und so. Es war voll der heftige Abend. So. Ich glaube, es hat sich alles geklärt. Aber das hat mich dann irgendwie dazu veranlasst, dass ich einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwann war halb fünf einfach. Ja. Und mein großer Vorteil ist, ich bin jetzt halt nur sehr, 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 sehr müde. Also ich habe weniger einen Kater, als dass ich müde bin, weil ich heute Morgen schon einen Termin hatte. Du hattest einen Termin, ne? Richtig, den hatte ich nämlich bis jetzt gerade. Also es ist jetzt Viertel nach sechs. Und das war aber ein echter Termin. Das war ein richtig, also nicht so ein BlizzCon-Termin. Nee, das war schon... Das war ein echter, richtiger... Das war kein BlizzCon-Termin, ja. Nee, das ist ein wirklich echter Termin. Es geht da um ein Investment. Ich möchte gerne in eine Firma investieren. Und mit einem anderen Investor und mit den Geschäftsführern hatte ich bis dato... Mit Revi. Hat gar nichts mit YouTube zu tun. Ist aber eine mega interessante Firma. Irgendwann vielleicht dazu mehr, wenn das alles funktionieren sollte. Wird cool. Ist eine Alkoholfirma. Ist auch keine Alkoholfirma. Es hat was mit Gaming zu tun. Es ist eine Kissenfirma. Es hat was mit Gaming und dem Gaming-Markt zu tun. Und Alkohol. Es ist Gaming-Alkohol. Also im Prinzip habt ihr eine große Lagerhalle, kippt euch einfach 4,3 Promille hinter die Binde und zockt dann Counter-Strike. Nee, das ist so wie diese ganzen Zusatzdinger, die jetzt ja überall aus dem Boden sprießen. Diese ganzen Zusatzstoffe, wenn ich diese Tabletten nehme, dann ziele ich besser. Und die Idee, wo du investierst, ist jetzt Zielwasser, Gaming-Zielwasser. Es ist kein Ernährungszeug. Ernährungswhisky. Ernährungsersatzwhisky. Zielwasser, Ernährungsersatzwhisky. Kennt ihr das, wenn Leute euch was in den Mund legen wollen? Plus, extra, extreme Zielwhisky. Also war ein echter Termin. Gaming. War ein echter Termin. Deswegen, der hat sich leider gezogen, weil wir lange, geredet haben über den halt perfekt schmeckendsten Blueberry Whisky Zielwasser Plus Ultra. Ey, ich hab voll die geile Idee. Das mach ich jetzt. Nein, du machst kein Zielwhisky. Zielwhisky. Ziel-Extrem 2000 irgendwann, ME. Und die Schrift da drunter ist einfach nur, irgendwann ist dir auch egal, wie gut du triffst. Zielwhisky, irgendwann ist dir auch egal, wie gut du triffst. Das ist eine super Unterschrift, Überschrift. Ja. Finde ich gut. Du hörst, meine Stimme ist wieder normal. Also nicht normal, aber sie ist wieder gepreamt.
Ja, also ich muss sagen, es übersteuert regelmäßig bei mir im TeamSpeak. Also du knackst noch nie wie so zuvor in deinem ganzen Leben. Also richtig krass. Also es ist schlimmer als letzte Woche, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, deutlich aber schlimmer. Warum sagst du das denn jetzt und wir nehmen die ganze Zeit auf? Ich dachte, du hast das getestet. Ich habe eben reingehört. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Es klang ganz normal. Es klang ganz normal. Hast du denn eine Testaufnahme? Dann hör jetzt in der Aufnahme in die Testaufnahme. Ich habe doch eben aufgenommen und da habe ich reingehört. Ja, dann ist doch alles gut. Dann ist es im TeamSpeak nur irgendwie übersteuert oder irgendwas noch nicht richtig eingestellt. Wie kann denn das? Vielleicht hast du mich lauter. Ich weiß doch auch nicht. Ich schau mal, ob ich dich lauter gestellt habe. Das ist ein ganz guter Einwand. Warte mal. Ja, aber das würde ja nicht deswegen übersteuern. Aber lass uns jetzt nicht über Technik reden. Also entweder kommt die Folge raus. Nee, habe ich nicht. Und wir, entweder war es uns egal. Also sie kommt raus und entweder war es uns egal. Oder wir konnten es einfach nicht ändern. Oder wir aber eher war es uns egal. Aber er war es uns egal. Ich war eben, darf ich einfach, ich war eben Passfotos machen. Ich werde ja jetzt Deutscher, ne? Habe ich das letzte Mal schon erwähnt? Ich habe auch gerade gefragt, ob wir letztes Mal darüber geredet haben, dass du schon, dass du jetzt Deutscher bist. Noch nicht. Ach, wirst, ja, wirst. In 4 Tagen. Ja, dann ist doch ein viel besserer Folgentitel. Deutschland. Deutscher. Endlich mal. Deutscher werden. Deutscher werden 2000. Deutschland. Ich Deutscher werden einfach pro. Wir machen doch nur ein Worttitel. Ein Worttitel in Caps Lock, haben wir doch gesagt. Lass einfach Deutschland machen. Das ist so nichts sagen, dass es schon wieder gut ist. Und wir wissen dann auch, ob uns viele Nazis zuhören, je nachdem, wie schnell die Klicks hochgehen. dann lass lieber Thüringen machen. Ach so. Thüringen. Nee, ich finde Deutschland gut. Okay, ich find Deutschland. Deutschland ist auch einfach sehr aussagekräftig. Das könnte jetzt alles heißen. Ich mache hier den Textquatsch auf. Textquatsch? Deutschland. Ja, ich habe hier gut. Die Texte. Ja, wie fühlt sich's an? Bist du denn schon Deutscher? Nee, oder noch, wann nicht, bist du, noch nicht, wann noch nicht. Bist du das denn? Und ich habe meine Schwester. Machst du auch dann Bluttransfusion und so, ne? Für ja, 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 echtes ja, deutsches da, Blut da, und so. Da, genau, da wird der Aria-Tank aufgemacht. Ja. Entschuldigung, Udo, piep, piep. Vorsicht, der Aria-Tank, back zurück. Piep, das ist dann alles immer nur so ein Job, wo dann Leute normales Blut nehmen in deiner Blutgruppe und so Lebensmittelfarbe reinrühren für blaues Blut, damit deutsches blaues Blut. Nee. Da sitzt einfach ein urarischer Mensch daneben und hustet darauf. Hustet also auf diese. Auch Blut. Genannt der Ur-Aria, auch ein toller Folgentitel auch ansonsten. So, bitte. Ja. Zack. Meine Schwester hat das ja schon mal gemacht und sie hat mich schon vorgewarnt. Anscheinend. Das mit dem Aria-Ding? Ja, nein, das mit dem Deutsch. ja, schon. Also das mit dem Deutsch werden. Und anscheinend muss man dann Text ablesen. Also früher hatte man Angst, man musste irgendwie die Nationalhymne singen oder so. Das war wohl auch mal eine Zeit lang der Fall. Ernsthaft? Dass man da in der Gruppe stand und die Nationalhymne singen musste. Das ist wohl nicht mehr so, aber man muss so einen Text ablesen. Ich glaube, so einen Text, wo man halt sagt, dass man, also das musste ich auch unterschreiben damals bei dieser Bewerbung, dass ich keine terroristischen Akte vorhabe und dass ich keiner terroristischen Gruppierung bin und so. Hättest du ja auch einfach nicht unterschreiben müssen. Und dann, wenn die dich gefragt hätten, warum du das nicht geschrieben hast, kannst du ja sagen, sorry Leute, ich bin halt 30, ich weiß ja nicht, was sonst noch passiert. Des Weiteren zocke ich ziemlich viele Videospiele. Ja, und wer dem Kanzler aus Bayern mal zuhört, der hat doch schon gemerkt, dass wir Gamer absolut unberechenbar sind, ne? Minister. Lolz, Terroristen, Lolz. Ja, alles das Gleiche. Aber auf das Gespräch habe ich auch gar keinen Bock, ne? Dieses Gamer-Gespräch. Ja, auf jeden Fall habe ich Angst. Habe ich keine Angst, aber ich bin sehr interessiert. Ich würde das am liebsten aufnehmen. Leider darf man das wahrscheinlich nicht. Was ich lustig fand war. Ist die Frage, welche Strophe ihr der Nationalhymne dann singen müsst. Ja, ne? Ja, erste ja. Strophe, dann schwierig. Dann würde ich vielleicht mal gucken, ob der in das richtige Haus reingelaufen ist. Wir müssen es nicht singen. Aber was ich lustig fand, war die Beamte. Also Beamte nur mal, Arthur, ja, Arthur, ich mache das ja schon länger mit dem Deutschding, wenn ich die kurz noch unterbrechen darf. Also ich mache das ja schon ganz schön lange mit diesem Deutschding. Wenn nur als Tipp, ja. Es könnte eine Falle gestellt werden. Das Lied fängt an mit Einigkeit und Recht und Freiheit. Wenn dreimal so Deutschland, Deutschland kommt, dann direkt gehen. Dann umdrehen. Oder die komisch gucken. Oder einfach nur so eine Augenbraue hochziehen. Ja. Deutschland, Deutschland, überall. Oh, Moment mal. So, Moment, Entschuldigung. Ja, und dann sagt einer, ah, der hat's gemerkt, der ist Deutscher. Der gut, ist Deutscher. Den nehmen wir. Ja, ich habe auch schon Tipps von meinen Zuschauern im Stream heute gelesen. Von wegen, wie man Deutscher ich wird, muss, ich muss 5 Minuten vorher da sein. und dann muss ich die ganze Zeit meckern, dass die anderen Zeit den Leuten zu spät die Portemonnaies sind. Wieder zurückgeben, weil du bist ja Pole.
und dann einfach sagen, ja, Entschuldigung, ich habe gelernt. Ich dachte noch Polnisch, aber jetzt Ich kann auch jetzt nichts mehr Lidl in 2 Tagen mit meinem Cousin bauen. Brauche jetzt wie deutsche Baubehörde erstmal Unterlagen. Braucht dann vier Wochen, um Lidl-Mauer zu ziehen. Vorher, ich habe gemacht mit Cousin einfach 24-Stunden-Schicht. Aber ich jetzt nichts mehr machen können. Ich verstehe Auflage, ich verstehe Arbeitskraft. Ich weiß, dass mein Cousin auch Rechnung braucht. Ich verstehe. Hier ihr Portemonnaie wieder, Herr Müller. Ja, ja. Du scheiß Penner. Ich hasse dich so sehr. Na, auf jeden Fall war die Beamte, die deutsche Beamte, die sind ja immer so pingelig, ne? Die deutsche Beamte schickt mir einen hochoffiziellen, also eine Mail, wo noch ein hochoffizieller Wisch dran hing, als Anhang, wo dann so hier Polizei, nee, wie heißt das hier? Amt, Einbürgerungsamt, blablabla, Berlin, blablabla. Kommen Sie bitte am 5. zu uns ins blablabla. Und dann schrieb ich, habe ich halt geschrieben, Entschuldigung, kann ich mir aussuchen, wann? Oder ist das so mit Zettel ziehen? Oder, ich habe da keine Uhrzeit gesehen. Und daraufhin kam eine Mail zurück. Das war, bis dahin war alles sehr geehrte Frau, blablabla. Kam eine Mail zurück. Sorry, 10.30 Uhr. Das war's. Sorry, 10.30 Uhr. Punkt. Das hat mich sehr aus den Latschen gepustet. Und dann dachte ich, ist die überhaupt deutsch? Ist die überhaupt deutsch? Kann mich jemand, der nicht deutsch ist, überhaupt deutsch machen? Wie funktioniert denn das Ganze? Wie heißt die gute Frau? Dann sag mal Vor- und Nachnamen, das ist bestimmt gut. Ja, sag mal bitte die Vor- und Nachnamen von der Beamten aus dem... Ne? Aber lustige... Hast du dir immer zurückgeschrieben, sehr geehrte Frau Raschnischnuck. Raschnikow. Hast du die Geschichte, habe ich die Geschichte erzählt, wo ich bei der Bewerbung war und dann war sie nicht da, weil sie Urlaub hatte und dann war da ein Typ, der mich erkannt hat und mir erzählt hat, wie sehr er die Rocket Beans mag und wie toll er das findet. Ja, das hast du im Podcast erzählt. Ja, das habe ich schon erzählt. Das war toll. Ist immer gut, ich kann das immer abgleichen mit Sachen, die du mir erzählt hast, weil wir wirklich jetzt so unter Druck stehen heute mit dieser Aufzeichnung von dieser Folge, dass wir wirklich auch nur das jetzt reden werden, wenn das fertig ist. Ja. Fertig geredet haben also und sofort, das Thema dann wieder durch ist für eine ganze... Nee, stimmt gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Wir sehen uns ja. Ja. Nächste Woche ist live hier. Das heißt, ihr hört uns beide sehr leise und schlecht, weil wir bei mir aufnehmen werden. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also nicht wundern, nächste Folge wird soundtechnisch so schwierig, wie diese Folge inhaltlich schwierig wird. Und ich bin ja 2 Nächte in Köln und wir nehmen das auf. Am Ende meiner Köln-Zeit. Das heißt, wir werden auch beide richtig, richtig fertig sein. Wahrscheinlich Hepatitis haben. Und ja, also ich mache mir da eher Sorgen, weil ich muss halt nochmal irgendwie jetzt in Großhandel, ne? Also das letzte Mal, als ich dich gesehen habe und wir live aneinander waren, da hatte ich auch so einen Moment wie jetzt und da hast du mir schon dann so ein Gin Tonic-Döschen aufgeschwatzt. Und hast dann schon so 7,5 Gin Tonic in so 3 Stunden getrunken. Digga, ne? erstens waren es fünf. Und zweitens. 7 und 5 macht es nicht besser, Arthur. So relativiert man nicht. Sie haben 8-mal auf den Mann eingestochen. Das stimmt gar nicht! 5-mal! Es waren nur 5! Der Mann ist tot. Ah! Ich meine natürlich, ich habe nicht auf ihn eingestochen. Nein, ich gebe zu, ich hatte Gin Tonic Dosen. Von der Tanke. Aber du hattest auch eine davon. Und dann hast du gemerkt, dass du krank bist. Macht erst auf die Dose und dann merkt er, dass er krank ist. Und dann war ich so, ey, bevor du die wegschmeißt. Dann gib mir die doch. Ich will auch krank werden. Ey, aber dafür habe ich dann noch die Reifen von, darf man den Namen sagen? Von der Lady. Von Johanna. Ja, die habe ich dann nochmal richtig aufgepumpt, weil das ging nicht bei ihr. Einfach mit Gin Tonic. Einfach in den Mund genommen und immer reingepustet in den Reifen. Ne, deswegen wischelt das auch immer, wenn Johanna an euch vorbeifährt in der Kölner Innenstadt. Dann hört ihr immer so ein bisschen Gin Tonic in dem hinteren rechten Reifen. Ja. Ja, und dann hatte ich ja mit dem Gronk und der Pantoria, waren wir ja in San Diego. Und dann hatten wir nach Barschluss, hatten wir noch Lust auf einen Gin Tonic. Und dann gab es vor Ort so eine Dosen auch. Und dann dachte ich, die sind wahrscheinlich so wie unsere hier. Und dann haben wir aber sehr spät gesehen, da stand drauf Cucumber Gin Tonic, also Gurken Gin Tonic. Ah. Und das schmeckte wirklich nach 88% Gurke. Und das war sehr, sehr unappetitlich. Ja, glaube ich. Wir machen einfach, wenn du da bist, dann zusammen eine Gin Tonic Vertestung. Wir gucken mal, ob das Zeug überhaupt was kann. Also erstmal hast du ja vorgeschlagen, dass du nach Köln kommst, weil... Sollen wir das sagen? Ja, ja, warum nicht? Weil Arthur ein riesen Musical-Fan ist. Ich bin Musical Archie. Kommt dann wieder. Also der hat sich schon eine enge Strumpfhose rausgesucht. kommt so mit so 2 heftigen Ballerinas. Musical.
jetzt auch mit der Gitarre im Musical, um immer einzusteigen, vielleicht an den richtigen Stellen. Oh, ich mach mit, warte mal kurz. Ich mach mit. Sag ich immer, das sag ich immer. Ach so, weil ich dachte, jetzt kommt dann der Einsatz. Nein, das sag ich dann immer. Weil wir beide gehen in das Buch der Mormonen, ne? Book of Mormon ist in Köln gerade nämlich und das ist ja von den South Park. Von Dudes. Trey Dingster Parker. Trey Travis und Scott. Travis und Trey Parker. Travis. Ja. Genau. Und jetzt müsste man, kannst du mal ganz kurz, kannst du ganz schnell nachgoogeln. Ja. Und derjenige, der die Musik macht, hat wohl auch für viele Disney-Filme Musik gemacht. Es ist eine grandiose Mischung. Also wenn ich höre, dass die South Park-Macher den Inhalt quasi stellen und dieser Mensch, der auch Disney-Musik gemacht hat, die Musik dazu macht, dann kann es nur extrem gut werden. Und wie ich drauf gekommen bin übrigens, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe irgendwie nach Hazel Brugger Videos geguckt, genau, weil ich den Thomas mir mal angucken und anhören wollte und gucken wollte, was die so machen, weil deren YouTube-Kanal an sich kannte ich so noch nicht und da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und dann gibt es halt ein Video, wo die in Holland waren, in Amsterdam, um sich dieses Musical anzugucken und dann hat sie davon erzählt und war ich so, hä, die South Park-Macher? Und die Geschichte, also Book of Mormon heißt es ja, es geht wohl um Mormonen. Und ich fand schon die Folge so toll von South Park über Scientology und dachte mir, okay, also das ist so eine explosive Mischung, das muss ich mir geben, zusammen mit Freddy, das ist ja wohl klar, jetzt ist nur so, dass ich dann trotzdem Angst habe vor der Musical-Sache, von dem Musical-Aspekt. Ja, da müssen wir auf jeden Fall fit sein für. Also in so einem Zustand da müssen ich sagen, wir, ja, glaub, ja, ich ja, kotzen, nee, wenn ich jetzt in die Musical gehen würde. Da sind wir fit. Das Ding ist, aber ich habe absichtlich mir gar nichts mehr davon reingezogen. Also ich habe mir keine Reviews, keine Inhaltsangaben. Ich habe mir wirklich gar. Ich gehe dahin wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, bisschen zerknatscht. Und irgendwer hat einen Kaugummi da reingerollt. Aber ich gehe da wirklich komplett unvoreingenommen rein und das möchte ich auch so beibehalten. Also bitte. Ja, Dito, ich habe jetzt auch nachgeguckt, wer die Mucke gemacht hat, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Querhängen, dass ich wirklich nicht lesen kann gerade. Also wenn ich mich hier drauf konzentriere, dann geht das so hin und her. Du kannst nicht lesen? Nee, also es ist hier, ich sehe Uganda, ich sehe AIDS und ich sehe Prophet und Warlord. Das sind jetzt so die Keywords, mit denen ich da umgegangen bin. Was aber ist denn mit dir? Ich bin echt verklatscht. Ich habe wirklich nicht viel geschlafen. Hier, Musik, Robert Lopez. Und Trey Parker und Matt Stone haben auch die Musik gemacht. Wahrscheinlich die Texte. Ja, das kann gut wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich die Texte. Buch ist aber auch Robert Lopez. Hä? Ja, höchstwahrscheinlich dann, keine Ahnung. Also ich bin auch gespannt, vielleicht gehen wir auch einfach nur in so einen Mormonen-Werbefilm. Keine Ahnung, kann ja sein. Aber hier, Robert Lopez hat auch die Eiskönigin gemacht. Winnie Pooh, Gigantic. Das ist auch ein ganz, ja, also auf jeden Fall, ich bin wirklich, sehr freudig erregt. Ich mag Musicals eigentlich nicht. Aber es gibt, glaube ich, Musicals, die können mich Musicals durchaus gut. mitnehmen. Ich finde das gut. Also ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich möchte kurz hier einsteigen. Du bist darauf gekommen wegen Hazel, ne? Ja. Hazel hatte mich ja, nachdem wir gedreht haben, das Video ist ja auch online gekommen, die und Thomas haben ja auch einen sehr lieben Gruß in unserer 50. Folge dagelassen. Ja. Und Hazel hatte mich mitsamt meiner Crew, die hier war, auf die Liste gesetzt, die dann irgendwie alle wegen persönlichen Affinitäten bis auf meine Assistentin abgesagt haben. Das heißt, ich bin da mit ihr Date-Night-Assistent-Chef-mäßig hingegangen. Und das war im E-Werk. Das war tatsächlich komplett ausverkauft. Das, aber was war das denn? 1200 Leute, ihre Comedy-Tour. Hazel ist auf Comedy-Tour, tropisch heißt die, glaube ich. 1200 Leute? Hazel Brugger, ja, davor hatte die einen Abend, hat sie mir dann gesagt, wo sie 2000 Leute bespielt hat. Und dazu hazelbrugger.com, oh, findet ihr das direkt. Tropical heißt, sorry, das neue Solo-Programm. Und wenn ihr dachtet, und da kommen wir bestimmt auch nochmal gleich zu, wenn ihr ernsthaft dachtet, die Max-Maria-von-Nachtsheim-Tour war fucking funny, dann, mein lieber Arthur, fick mein Leben. Diese Frau ist das Lustigste, was ich jemals in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe. Okay. Fick mein Jetzt Leben. Muss ich ein paar Sachen, das war da muss ich, ja. Das war
so gut, also Moment, so gut genau auf meinen Humor zugestimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich kann es verstehen, wenn Leute das nicht geil finden. So, also was heißt nicht geil finden? Das wird schon richtig schwierig, das nicht geil zu finden, weil es ist durchweg sehr unterhaltsam und auch klug vor allem. Aber es hat halt genau diesen richtigen Bauchhumor mit bei. Und das ist echt gut. Und auch, und ich glaube, so viel kann man verraten, ein Segment in der Show, welches immer sich bei jeder Show ändert. Also, ne, das so viel verrate ich mal. Also, wo es auch auf Improvisation, sage ich mal, ankommt. Okay. Und das ist nicht allzu kurz. Und das Segment, was impromäßig auf jede Show zugeschnitten ist, neu, muss ich sagen, holy fuck, Alter, ist es cool. Und das ist mein Coolness der Woche. Die ist gut. Das ist ein durchweg kluger, lustiger Mensch. Also so intelligent, funny. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, alles ja, ist ja, immer ja, ironisch, ja, alles ja, ist ja, immer ja, funny. Ja, so, ja, ja, also ja, ja. sehr gut. Ja, sehr, ja, ja, sehr ja. gut. Also das ist ja bei ihr auch, bei allem, was sie sagt, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Warte mal, was könnte sie jetzt davon ernst meinen? Ist es ironisch meinen? Oder ist es nicht ja, ironisch? Ja, 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 das ist richtig. Aber bei den Sachen, die du gerade gesagt hast, das sind ja mehrere Sachen jetzt gerade. Also erstens, helsebrugger.com, nicht .de. Ja. Com. Ja, sorry. .de. Ja. Wenn du .de eingibst, passiert ist international. Einfach gar nichts. Schweiz und Österreich. Eben, international. Ich dachte eben, dass mein Internet kaputt ist, du Arschloch. So, dann, keiner hat gesagt, dass Max scheiße ist, ja? Ich habe auch nicht gesagt, du dass Max gesagt, scheiße dass ist. Du hast gesagt, dass Max scheiße nein. ist. Nein, aber wenn ihr, nein, habe ich nicht, Max hört das, nein. Ich habe nicht gesagt, dass Max scheiße ist, auf gar keinen Fall. Max war fucking funny. Ich wollte dich nur eine lustige Ecke schieben. Max war fucking funny. Ich wollte dich nur, aber, ja. Und da wird Max mir sicherlich zustimmen, oder wir kriegen den ersten Shitstorm, ausgelöst von Max Maria von Nachtsheim, der bald wieder auf Comedy-Tour Comeback 2 geht. Max, sorry. Ich hoffe, das reicht als Werbung, um das wieder gut zu machen. Ja, klar. Na klar. Nein, aber Max hat ja jetzt eine große Comeback-Tour gemacht und Hazel ist natürlich voll im Saft gerade und im Markt. Weißt du, das kannst du ja auch nicht miteinander vergleichen. Kannst du so, nicht. Kannst das nicht. Ist im Prinzip, als wenn ja ich mich mit Paluten vergleiche. Ich war ja, jetzt kann ich ja ein bisschen erzählen oder vielleicht wolltest du noch weitermachen, ist mir auch egal. Ja, ich war ja bei Max, habe ich ja noch gar nicht erzählt, ne? Also machen wir gleich. Ich möchte es kurz zu Ende führen. Ach so, schön, ich dachte, das wäre schon vorbei. Schön, ja, nee. Ich war bei der Show und es wird fucking absurd. Also mein holy fuck, ist es cool Moment ist einfach wirklich dieses Programm, das ist richtig cool. Holy fuck, ist es cool, dass du jetzt hier reinrennst. Das finde ich sehr gut. Ich zieh das durch, bis du das in jede Folge einbaust. Ich möchte dann, also erstmal ist meine ganze Welt umgekippt und ich glaube, sowohl Thomas als auch Hazel wussten, dass das jetzt hier auftaucht, weil ich glaube, der Thomas hat zumindest auch mal reingehört hier in dem Podcast. Nach der Show bin ich halt, weil ich bin fucking super awkward mit Hazel. Also, wir haben ein Video jetzt zusammen gemacht, wir haben danach gelabert, wir haben ein bisschen SMS. Du bist mit jedem super awkward. Ich kann dir sagen, mit wem ich oder mit welchen Leuten, weil ich habe das jetzt ziemlich genau für mich raus. Ich bin gerade mit Leuten, ob Frau oder Mann, super awkward, wenn ich das, was sie beruflich machen, mega respektiere. Und ich weiß, wie viel Arbeit in sowas reinfließt. Und das ist zum Beispiel bei Larissa der Fall, das ist bei Thomas der Fall und das ist jetzt auch bei Hazel der Fall. Ne? Und da muss ich sagen, habe ich einfach einen zu großen Respekt immer und das macht mich so, dann habe ich immer Angst, was falsch zu sagen. Wie und bei du mir. Du kennst mich ja, ich bin ja sehr, also gezwungen, weird manchmal und auch ein bisschen out there und ja. Probiere ein bisschen zu provozieren und bei solchen Leuten traue ich mich das nicht. Und dann fällt einfach mein normaler Sprechfluss und meine normale Mundart weg und das hinterlässt mich dann einfach nur fragend immer, weil ich dann immer die richtigen Sätze bilden will, um die Leute nicht abzufangen, weil ich die respektiere. Und das tue ich mit echt wenigen Leuten. Also weißt du, dass ich so sage, das, was du machst, ist richtig krass und deswegen habe ich irgendwie so einen Respekt und dann bin ich so ein bisschen in mich gekehrter und das lässt mich dann, weil ich auch nicht wie ein Idiot dastehen will, voll auf den Situationen, wo ich mich dann so rantaste, um zu gucken, wie weit ich gehen kann. Obwohl man bei einer Hazel oder bei einem Thomas zum Beispiel, genauso wie bei einer Larissa, auch sagen kann, so, ja, ey, das sind doch genau die Leute, die höchstwahrscheinlich genauso ticken wie man selbst und man kann doch genau mit denen dann so umgehen, weil es kommt ja sogar im Zweifelsfall noch am besten an. So, aber wie gesagt, nach der Show wollte ich dann halt eben nicht so ein Ding daraus machen. Das war eine mega lustige Show. Es geht fucking
2 Stunden 10 steht die auf der Bühne, Alter. Und es fühlt sich nicht an wie eine Stunde. Das musst du dir mal auf der Zunge. Das ist so lang. Ja, aber das ist so gut. Das ist so lang. Also es ist so gut, aber. Ich weiß auch, ja, ich weiß auch, was du meinst. Ich meine, Max ist ja auch, also war für mich gefühlt auch lang. Es ist dann gefühlt dann nicht so lang, aber was die Leute da auf die Bühne bringen. Ich meine. Das, ja, aber ist sie denn wir haben nicht mal alleine? So viel für einen Podcast. Hat sie denn da keine, hat sie da auch keine Vorsache? Ist sie ganz alleine da? Nee, Thomas macht das Vorprogramm, um ein wenig aufzulockern und anzuwärmen, okay. Der das auch sehr, 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 sehr gut macht. Also ich weiß schon, warum der für die Heute-Show schreibt. Es war schon fucking lustig auch. Sehr das gut ist, halt. Das finde ich sehr also, spannend mega, alles. Sehr mega. Spannend alles. Sehr, sehr auf spannend. Auf jeden Fall, Show vorbei. Und dann hatte ich eben genau diesen Socially Awkward-Ding, weil ich in mir drin dachte, so ja, ich würde schon gerne irgendwie Hallo sagen, aber so cool sind wir auch noch nicht miteinander, dass ich jetzt schreiben würde, kann ich Backstage. Weißt du, was ich meine? Also mit Max Backstage! Was anderes. Und dann bin ich so wirklich aufgestanden, 3 Schritte gegangen und dann hat Hazel mir geschrieben, hi, willst du Backstage? Und ich war so, Backstage! Ich war so, okay. Warst du, okay. So warst du. Okay. Ja, waren wir dann und da waren ganz viele Leute, die nicht vor der Kamera stehen bei der Heute-Show und auch Freunde von denen. Mega crazy. Das hat dann dazu geführt, wir saßen an so einer Club-Auftischtafel, ne? Also an so 2 Biergarnituren, 2 Stück nebeneinander, an so einer längeren Tafel, dann im Backstage-Bereich unten. Und, und dann habe ich mich halt neben Hazel und Thomas gesetzt, mit Joanna, also mit meiner Assistentin noch mit dabei. Und dann haben wir halt mit Thomas gequatscht und ich saß so Rücken mit Rücken an Hazel und drehte mich dann irgendwann um und meinte, ey, das ist so scheiße, auf diesem Bierzeltgarnitur zu sitzen. Irgendwie, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, weil ich dann irgendwie immer nur mit dem Rücken zu dir und du hast doch gerade eine Show gemacht und irgendwie bist du ja hier im Mittelpunkt. Und das war so mein Gedankengang. Was in echt passiert ist, war einfach nur, ich drehte mich um zu ihr, sie guckt mir ins Gesicht, ich gucke ihr ins Gesicht. Und keiner sagt so wirklich was, beide gucken aber nur dumm. Und dann habe ich einfach nur zu ihr gesagt, ist immer noch awkward, ne? Die so, ja, du machst das immer noch awkward. Und ich so, es tut mir voll fucking leid. So, also, keine Ahnung, fuck mich richtig ab. Und das wurde dann gesteigert, muss ich dir sagen. Das wurde dann gesteigert, diese Awkwardness, weil Hazel badet auch in sowas, in so Awkward-Situationen. Ja. Und die guckte mich an und meinte so, soll ich dich nach Hause fahren? Und ich so, nein! Nein! Du hast hier eine Show gemacht, das Angebot, jetzt mich nach Hause zu fahren mit dem Thomas zusammen. Nein! Boah, Hazel, hallo, hallo. Und da habe ich gesagt, nein. Und ja, cut zu 15 Minuten später saß ich halt im Auto, ne? Und dann haben wir mich nach Hause gefahren. Also, es ist fucking weird. Es ist der weirdeste Shit. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte hier kurzes Intro jetzt einfügen. Das Dankeschön der Woche geht nämlich raus für mich an Hazel Brugger. Danke fürs Nachhausebringen, Alter, nach deiner Show. Nach deiner fucking Show bringt ihr mich nach Hause, Alter. Oh. Ja, bitte, danke. Ich bin da. Jetzt macht er hier, jetzt macht er die ganzen Intros, weil er sauer ist, weil ich gleich einfach nur BlizzCon-Termin habe und er ist ja auch in 10 Minuten. Es ist ein wichtiger Termin. Da musst du vom Fernsehen sitzen. Nein, wir machen jetzt bis 19 Uhr, weil ich alles schon vorher vorbereitet habe. Ja, ich habe aber um 19 Uhr einen Tisch reserviert, da muss ich ja essen gehen. Hi Hazel, ich wollte nur mal Hallo sagen, ne? Wir kennen uns noch nicht, aber wir könnten uns ja mal treffen und dann über Freddy lustig reden und kichern. Ja. Ja, das war auch schon wieder eine längere Pause. Ich weiß noch, in der letzten Folge, wo ich das Mille-Fiasko. Ja. Das Mille-Fiasko. Als ich das erzählt habe und dann danach diese Pause einsetzte. Ja. Ganz kurzer Zwischeneinwurf. Dann war für mich diese erste, also als ich das erste Mal erlebt habe, live, fühlte sich diese Pause für mich an wie eine Minute. Das war wie eine ganze Minute Stille und Leute, die denken, Alter, bist du nicht ganz dicht? Hast du schon wieder getrunken? Hast du schon wieder getrunken? Ist es wieder soweit? Und dann habe ich nochmal reingehört, weil ich das ja geschnitten habe, um den Ton anzupassen. Und die Pause war gar nicht so lang. Und das ist ein sehr, ich meine, das ist ja schon ein bekanntes Phänomen, aber das habe ich so extrem noch nie erlebt, weil ich hätte schwören können, dass wir mindestens 30 Sekunden leise waren. Nee. Und das waren irgendwie 3 oder 2. Mhm. Noch nicht mal. Das ist super weird. Das wollte ich nochmal festhalten. Ja, okay, also ja, das finde ich spannend. Ist sie, warte mal, ist sie in Berlin? Da muss ich ja mal hin.
Ist sie, ich guck gerade mal. Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Hallo, hallo. Cool. Hallo? Hallo? Bei mir hallo? Hat gerade alles gebrummt und sich kurz aufgehangen hier. Aber die Aufnahme läuft durch gerade. Okay. Aber alles war gerade und nichts ist mehr passiert. Ich habe jetzt Angst. Aber wir machen es mal weiter. Sorry. Alter! Alter! Hä? Was denn? Alter, ich fass es nicht. Was denn? Ich fasse es Was nicht. Was denn? Hazel Brugger. Was denn? Ist mit ihrer Tropical Solo Show. Ja. Am 6. Dezember. Ja. In fucking Neumünster. Was ist denn Neumünster? Ist es da, war, da bin ich zur Schule gegangen. Da bin ich auf die fucking Ernsthaft? Schule gegangen. Das ist so ein kleines Kaff. Oh. Wo auch, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber der Club 88 immer sehr, sehr bekannt, stadtbekannt war. Weil da so ein paar Leute sich getroffen haben und zufällig, ja, die waren alle 88 geboren. Das war wahrscheinlich so dein Ding. funny Jungs. Ist ja witzig. Machen auch viel Humor. Viel mit Humor da. Wie abgefahren ist das denn? Ich krieg gerade die Tür nicht zu. In Neumünster! Ja, ansonsten ist Berlin... Hier, April. Nächsten Berlin. Jahres, ne? Ja, ist auch krass, wie lange diese Tour geht, ne? Ey, ich wollte gerade sagen, das wie lang heftig, diese ja. Tour geht. Die tourt einfach also komplett 2020 noch 7. durch. 7. November bis... Das ist eine Zwei-Jahres-Tour, musst bis du dir November? Vorstellen. Bis November? Das ist richtig krass, ja. Und dann denkt man mal, wir machen viel, ne, und arbeiten viel. Wie kann man denn so viel planen? Wie kann man denn so viel planen? Es kann doch nicht sein. Ich meine, du hast doch das ist doch ein Programm, was sie geschrieben hat. Hm. Das ist doch bestimmt auch irgendwie, das beschäftigt sich auch mit zeitaktuellen Sachen. Nee. Okay. Also das ist sehr es ist halt super smart. Hab ich gerade zeitaktuell gesagt. Sehr zeitlos eigentlich, also glaube ich, ja. Also ich glaube, das ist richtige krass. Ich muss nach Münster. Spezifische Sachen. Ja, mach das mal. Kauf das Problem Tickets. Ist, es ist am 6. Dezember und Friendly Fire ist das am ist Weihnachten, 7. Dezember. Ne? Ja. Nee, 7. Dezember ist Friendly Fire. Friendly Fire fragst du? Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Charity-Veranstaltung. Aral. Aral. Ey, es ist für einen guten Zweck. Ja, für Aral. Da darf Damit man immer für Werbung bei machen. Aral. Esso hängt die nicht Wir ab wollen langsam. Aral wieder nach oben bringen. Diese ganzen Essos und Shells, die gehen uns auf den Sack. Wir wollen Aral wieder nach oben bringen. Jetzt haben wir uns ein bisschen verfahren jetzt hier. Ja, aber cool. Ja, nee, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich bin auch selber so aufgeregt, als wenn ich Hazel selber getroffen hätte ein bisschen. Wie war's bei Max? Und übrigens ganz kurz nochmal zwischen eingeworfen. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich wäre immer mal wieder auf sie gestoßen. Ich habe tatsächlich Hazel, wie wahrscheinlich so viele andere, kennengelernt mit ihrem viral oder so halb, dreiviertel viral gegangenen Video von dem Poetry Slam. Ja, hast du das gesehen? Darf sie das? Ja. War das so? Hieß es so? Weiß ich nicht. Ich glaube, die hat aber tatsächlich einen Darf sie das. Ich glaube aber nicht, dass es ein Slam war. Es war schon sehr alt. Mhm. Und da, das weiß ich noch, da hatte ich so halbe Gänsehaut. Ja, das war dieses One Day Baby We'll Be Old, ne? Ja, weil, na, was? Ein paar haben jetzt gelacht. Nein, das war doch damals dieser virale Poetry Slam von den Mädels, die dann immer gesagt haben, wenn du dann zu Hause liegst und ich dich ansehe, bla bla bla, und das war dann dieser Sommerhit. Nein, One nicht das. Day, baby, we'll be old. Du bist doof. Ja, okay. Erklär das jetzt nicht noch. Ich fand das nur funny, wenn es Hazel gemacht hätte. Ja. Nein, das meine ich nicht. Aber ich habe tatsächlich erst gedacht, warte mal, war das die? Oh Gott. Das ist sehr unangenehm. Das hätte man jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Das war nur ein Bruchteil. Das war, du kennst das doch, diese Assoziationssachen, die da im Kopf passieren. Ja. Die ein Arschloch sind. Ey, ich habe da nichts mit zu tun. Das sind meine Synapsen. Guck mal, aber ist doch gut, dass du jetzt einen perfekten Übergang gefunden hast. Arschloch, wie war's bei Max? Bitte. Bitte knacken Sie mit den Synapsen. Ja, bei Max war's echt cool. Also, die Location war komisch. Da waren wir uns auch einig. Gab's eine Säule im Publikum? Das ist meistens dann, es waren zwei Säulen. Es waren zwei oder drei Säulen. Fehler. Und ich kam, er hat mir geschrieben mit Caps in WhatsApp, hat er mir geschrieben, um 20 Uhr geht's los. 19:30 bist du da. Das war auch keine Frage oder keine Bitte oder kein, es war einfach, das sind Großbuchstaben. Und dann dachte ich, Alter, 19:30, okay, da will er wahrscheinlich noch mit mir irgendwas besprechen oder will ein Foto machen oder will, dass du vielleicht vor Band spielen könntest, einfach nur dich auf die Bühne setzt, vielleicht mit dem Abtreibsong, vielleicht nochmal die Leute auflockerst. Vielleicht ein bisschen Musik machen. Auf jeden Fall komme ich da an um 19:30. Ich war wirklich sehr, ich kam nicht vorher. Und der komplette Saal war voll. Also alle saßen schon und alle saßen da und haben gewartet.
Und ich habe noch einen Platz gekriegt, genau vor der Bühne, aber halt genau auch hinter der Säule. Also es war eine Säule und dann war da wie heißen die Dinger? Diese, wo man Lichter dran anbringt und so. Traverse. Traverse, oder genau. Krass, und, ja. Und ich hatte halt quasi die Traverse zwischen Max und mir. So. Also ach, ich so, musste Mann. Immer dazwischen durchgucken und saß auf so einem Holzstuhl. So, weil ich wollte auch nicht nach ganz hinten, das war mir irgendwie doof. Genau. Und dann habe ich aber ihm geschrieben und dann durfte ich nochmal in Backstage vorher. Und dieser Backstage-Raum war der war richtig sick. Also es war einer der krassesten Backstage-Räume, die ich je gesehen habe. Was heißt das? Und auch Nutten? Mit so viel zu, nee, aber einfach, der war unglaublich hoch. Also der war genauso hoch wie der Saal. Was, warum machen wir denn jetzt? Du kannst nicht anfangen mit, das ist der krasseste Backstage, den ich je gesehen habe. Was war denn da? Der war sehr hoch. Nein, der war sehr hoch. Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Er war sehr klein. Also es war ein kleiner Raum, aber er war so hoch. Also er war höher, als er breit war. Du bist jetzt, hör doch mal auf. Wieso lass? Man hätte da drin locker noch drei Giraffe unterbringen können. So beeindruckt war ich von dieser Höhe des Raumes. Du bist so scheiße. Damit geht noch einiges einher. Die Fenster, das Fenster zum Beispiel, war auch super hoch. Es war super niedrig, aber super hoch. Und das Bild, was drin hing, war auch sehr. Du bist ein Arschloch! Ich mach nie wieder mit dir einen Podcast! Warum lachen wir denn jetzt? Ich finde das geil, dass wir jetzt alle erst neben diesem Aufnahmeleiter Berlin Tag und Nacht Ding auch alle hinter das große Geheimnis kommen, dass du Räume bewertest nach ihrer Höhe. Du kommst in es so ein Schloss und bist so. Das ist du ja toll! So das ist ja sehr hoch hier. Es ist mit Freddy ein Podcast, ja? Da fängst du irgendeine Geschichte an und nach zwei Wörtern, haha, du hast und gesagt. Es gefällt dir eigentlich im Vatikan, da gibt es ganz schön hohe Decken. Der Raum hat fragt Max, der Raum hat einen irritiert durch die Höhe. Weil du gehst durch diese Räumlichkeiten, da ist halt dieser Saal und du hast noch andere Sachen und dann kommst du halt in diesen Backstage-Raum und du erwartest nicht, dass der so unglaublich hoch ist. Da ist eine Stahltür davor, du denkst, ist das jetzt ein Bunker oder was? Dann kommst du da rein und dann ist es ein sehr relativ kleiner Raum, der aber unglaublich hoch ist. Und ja, ich halte mich jetzt fest an der Höhe, weil das war wirklich sehr irritierend, weil das Fenster auch so hoch war. Und dieses Bild, was da drin hing, war auch sehr hoch. Und das hat einfach komisch gewirkt, auf, wenn du da reinkommst. Du bist ein Penner, weißt du das? Ich geh jetzt gleich in BlizzCon gucken. Ja, wir brauchen nur 2 Minuten. Ich hasse dich. Ja, warum? Lass mich doch mal ein bisschen über den hohen Raum lachen. Dass ich daran so aufhängst, ey. Ist okay. Ich habe übrigens mega hohe Decken hier zu Hause. Da wäre auch Platz gewesen, sich da aufzuhängen dran, weil das so hoch war. Braucht nur sehr lange, wenn du dann vom Stuhl springst, brauchst bis du ankommst. Brauchst 10 Stühle. 10 Stühle. Sehr hoch. 10 Stühle musst du da hoch. Ist im Prinzip Bungee-Jumping. Ist Bungee-Jumping-Selbstmord. Ja. Kannst auch noch mit dem Kopf in so einen Wasserbehälter dippen, wenn du unten ankommst. Und da ist auch ein Waschbecken, das ist sehr tief einfach dann auch noch. Das so erhöht die Höhe des Raumes. Alle Sachen, die drinstehen, sind einfach sehr tief. So ein Stuhl, du sinkst einfach eine halbe Stunde, wenn du in so einen Sessel fällst. Ist ein sehr tiefer Stuhl. Dann siehst du nur noch so eine hohe Decke am Horizont und verschwindest so langsam im Stuhl. Ich zieh jetzt meine Hose aus. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja, ich finde es auch gut. Ich zieh jetzt meine Hose aus. Ich geh jetzt gleich noch was essen mit meinen Brüdern. Ich bin auch echt ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ja, Max, ich wollte von deiner Story, von deiner Comedy-Comeback erzählen, aber ich durfte nicht, weil der Raum war so hoch. Mach doch das jetzt. Der Raum war, wie der war, Raum wie war, fandest du es denn? War so hoch. Ich hab davon. Mach doch jetzt, wie war's denn? Ja, es gab sehr viele Brötchen in diesem Raum. Es gab viel zu viele Brötchen in diesem Raum. Und ich habe mich gefragt, warum legt man so viele Brötchen in den Raum? Weil man nichts Besseres gekriegt hat, also weil man keine Kartoffeln mehr gekriegt hat oder ein bisschen, weiß nicht, Rind oder so. Wer soll die denn essen? Wer denkt denn, oh, guck mal hier, 18 Brötchen. Gut, gutes Catering. Das müssen wir weitererzählen. Keiner macht das. Name, 18 keiner Brötchen. Macht das. Wir bringen ihnen 18 Brötchen, mehr nicht. Meine Fresse. Naja, auf jeden Fall wurde ich begrüßt mit einem schönen Jägermeister. Grüße gehen raus. Und der hört das immer, der Herr Jägermeister. Grüße gehen raus. Gerne zusammenarbeiten, aber geheim, weil ich sonst wäre ich nicht mehr gebucht, wenn ich mit Alkoholleuten zusammenarbeite. Mhm. Außer mit Ziel Whisky XP 2000 Pro. Scheiße, ey. Okay, also, genau. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt. Und es war ja sein letzter Auftritt von dieser Tour.
Und ich will jetzt nicht darüber reden, wie er es fand, weil wir haben darüber geschnackt und so weiter. Das hat er wahrscheinlich selber in seinen Podcasts oder sonst wo erzählt. Also bitte jetzt rübergehen zu Rockstar. Aber ich fand's super krass, mir das, also das wirklich dann live zu erleben. Du und ich, wir waren uns einig, die zweite Hälfte ist richtig krass, ist richtig cool, ist mega. Also zieht, hey Max, das darf man ja wohl so sagen, zieht um einiges mehr als die erste Hälfte. Ja. Das Ding ist, das habe ich Max jetzt leider nicht persönlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich tun sollte. Du machst es ja hiermit. Max hört ja zu. Ich mach's ja hiermit. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass Max unnötig aufgeregt ist und das sehr durchprügelt. Also was Geschwindigkeit angeht. Was ein Stilmittel sein kann, durchaus. Aber ich finde, wenn Max da 0,3 runterfahren würde mit der Geschwindigkeit, würde das ein bisschen besser ziehen. Mhm. Weil das vielleicht auch nicht so ganz ankommt. Und allein sein Intro, was ich jetzt hier nicht spoilern will, aber dieses Intro ist eigentlich so cool geschrieben und so cool gemacht. Und ja, ich hatte da bin das ich Gefühl, ja mittendrin reingekommen und da war es auch richtig, also ich habe es gerafft, was da gemacht wird, obwohl ich die Präsentation gehört habe am Anfang, aber das kann ich vollkommen verstehen, aber das ist halt auch der Anfang von der Show, da muss man ja auch seine Geschwindigkeit finden. Ich muss dir da nicht ganz zustimmen. In Köln war das streckenweise so, ja, auf jeden Fall, aber hat sich eigentlich ganz gut gefangen, auch geschwindigkeitsmäßig. Ey, da gab es ganz, ganz viele Stellen, wo ich dachte, genau so, gib mir. Und ich war wirklich, also ich bin einfach baff, wie man sowas überhaupt machen auf kann. Auf die Beine stellen, Ich würde das gerne mal machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber dann ist halt auch, wenn ein Witz nicht zündet, kommt es dir halt vor wie eine halbe Stunde, ne? Also wenn dann so ein bisschen Stille ist, 2 Sekunden, dann ist direkt wieder Game Over. Ja, auf jeden Fall. Und du musst ja auch ein Konzept haben und sein Konzept geht ja auch über ein normales Stand-Up hinaus. Er nutzt ja noch andere Stilmittel, die ich jetzt hier auch nicht spoilern will, weil die haben eine Show aufgenommen, ich glaube in Hamburg. Und ich glaube, die kann man sich dann mal angucken und dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Er geht halt über das normale Stand-Up so ein bisschen hinaus und das finde ich supi cool. Ich fand es auch richtig gut. Also ich fand auch die Gimmicks und so, die er dabei hatte, auch Ja, genau. Richtig begeistert. Ich habe jetzt blöderweise auch noch ein T-Shirt gekauft. Ich dachte, scheiße, vielleicht kann er mir das schenken oder so. Ja. Ich habe das gekauft, damit er einmal in vernünftigen Freizeitpark, Porsche, ne? Einmal in vernünftigen kann. Freizeitpark. Ja, also ich war wirklich sehr begeistert. Ich fand es generell cool, da diesen Abend zu sein. Grüße gehen raus an die Leute, die irgendwelche Lego-Figuren machen wollen von uns. Ich weiß nicht, da waren so Leute, die machen Lego-Figuren von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ah. Und die hatten mich gefragt, ob sie auch eine von mir machen können. Ich habe gesagt, wenn, dann mit Freddy zusammen, zwei Tomorde. Und dann haben die gesagt, wer? Und dann meintest du, ja, der andere von Paluten. Und die so, der andere von der, ja, klar. Der mit dem Bart, ne? Ja. Ja. Nee, tatsächlich in der Pause kam dann jemand, sagte, ey, zwei Tomorde, ne? Und auch die Lady, Grüße gehen raus, die am Anfang sagte, bist du nicht der andere von zwei Tomorde? Oh Gott, jetzt fängt's an. Sorry, Arthur. Sorry. Es tut mir sehr leid, um hier kurz Florentin Will zu zitieren mit seinem berühmten Sorry. Sorry, einfach nur an der Stelle. Ja, also liebe Grüße gehen raus, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt, Freddy, jetzt bitte ich dich. Wir haben jetzt noch genau 6 Minuten. Ja. Wir müssen jetzt ganz kurz strukturieren. Und wir probieren jetzt einfach. Gibt es irgendwas, was wir dringend noch unbedingt hier platzieren müssen? Ich fände es halt cool, wenn wir beide probieren würden, uns jetzt in 6 Minuten einen runterzuholen und der als erster sagt, er kommt, gewinnt. Ja, bei mir kam jetzt an und der. Oh, ja, das ist natürlich nicht gut, ne? Der was? Was macht er denn? Ach so, ja, ich finde das gut, wenn du das nachher zusammenschneidest. Das, alles cool. Nee, dann hör mal gerne rein, was ich gerade gesagt habe. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt nicht, weil ihr habt es glasklar gehört, aber unsere Verbindung scheint genau an der richtigen Stelle abgekapselt zu sein. Alles cool, machen wir nicht. Wie der Witz jetzt kaputt gegangen ist, weil es nicht gehört hat. Ja, ist nicht gut. Ich freue mich, dass du da reinhören kannst nachher. Ich finde das toll. Ja. Ich wollte doch kurz vorher recherchieren, ob es nicht doch noch ein Tool gibt, was nutzen können, endlich mal. Ja, irgendwie kriegen wir es irgendwann mal hin, damit es besser wird. Jetzt ein bisschen hin und her, ein bisschen wusch und wusch, aber das zeichnet so einen Podcast auch aus. Finde ich ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Also dafür sind wir auch bekannt geworden, muss man sagen. Bekannt. Ich möchte mal kurz eine Sache noch mitgeben nach draußen, Arthur. Ja? Eine Sache, die ich gestern Nacht vermehrt beobachtet habe. Kennst du die Leute, die, wenn du spät aus einer Bar kommst, aus dem Club, ne?
Kenne ich nicht, war ich noch nie. Und dann kommt dir jemand entgegen, einfach so auf der Straße und fragt so, hi, wo ist denn Berlin Mitte? Wo ist denn Berlin Mitte? Und die sind so in deinem Altersbereich, ne, wo du dir denkst, hast du ein Handy? Das passiert nicht. Und da habe ich dann gestern schon eine kleine Konversation mit jemandem angefangen, der dann gefragt hat, hallo, wo ist denn Zollstock? Köln-Zollstock, wo ist denn dieses Viertel um 4.30 Uhr morgens? Und da habe ich gesagt, hast du das mal auf deinem Handy eingegeben? Und da meinte er, ah, nee. Ach, ja. Und dann dachte ich mir auch so, sorry, aber das passiert halt ein bisschen zu oft für, ah, nee, Leute, ne? Also ja, das aber war, Freddy, die Leute wollen Kontakte knüpfen. Ja, ist mir egal, reden. Es ist 4.30 Uhr, nichts Gutes passiert nach 3 Uhr morgens. Ich habe dem danach meinen Penis gezeigt und habe gesagt, das hast du jetzt davon. Und bin einfach weggelaufen, kichern. Ja. Ja. Ja, genau, das ist das Ding. Also ich habe auch schon öfter gedacht, warte mal, das ist doch eine Handysache. Mhm. Aber dann ist es doch auch irgendwie ganz cool. Mhm. Und ich fühle mich dann immer so cool. Und dann bin ich so, ja, dann musst du hier zwei Straßen weiter. Nee, ist mir scheißegal. Mag ich nicht. Will ich nicht, dass ihr das macht. Bitte redet keiner nachts mit irgendjemandem. Ich glaube, ich spreche da für viele. Fuckt mich ab. Ladet euer scheiß Handy auf. Holt euch so eine Wix-Bauchtasche wie ich und tut da ein Akku-Pack rein, damit ihr nicht mal mit irgendjemandem reden müsst. Ich gehe nicht raus, um mit Leuten zu reden. Das fuckt mich richtig ab. Mann, ey. Nur mal kurz zum Ende hin. Das kommt auch ein bisschen was anderes. Ich habe sonst so ganz komische Sachen noch. Ich habe einen Typ gesehen, der hat zwei E-Scooter gefahren, gleichzeitig mit jedem Bein eins. Das ist aber voll das blöde Podcast-Thema, weil ja, das ist die einzige Reaktion, die du darauf haben kannst. Habe ich das abgehakt. Und dann habe ich noch gestern irgendeinen Kollegen gesehen, der hat ein Bild mit Armin van Buuren gemacht. Und dann habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Das war um 5:30, als ich dann im Bett lag, dass Armin eigentlich ein ziemlich beschissener Name für einen DJ ist. Und dass er sich echt mal hätte umbenennen müssen, obwohl der bestimmt voll gut ist. Weil Armin ist halt auch kein Name. Kein Name. Haha! Das ist ein guter, das ist ein richtig geschriebener Witz. Ne? Ja, ich weiß, ich arbeite jetzt bei der Heute-Show. Alles gut. Ich hab, ganz kurz, ich möchte hier noch was planten. Jetzt kurz vor Schluss, das darf ich eigentlich nicht, aber das mache ich trotzdem jetzt. Folge 52, ich möchte kurz planten. Ich war gestern bei der Polizei. Ja. Ich war gestern bei der Polizei und habe dort ein Prospekt gesehen wegen dieser Rollersache. Man darf die tatsächlich ab 14 Jahren fahren. Ab 14 Jahren aber nicht. Darf man diese Roller fahren. Echt? Habe ich im Prospekt bei der Polizei gesehen. Aber ist gut, warum dass du bei der Polizei warst. Sehr deutsch, richtig gemacht. Warum Ruhestörung war ich bei der Nachbarn, Polizei? Ne? Warum war ich bei der Polizei? Ich schlage die Arme, die Hände gerade über meinem Kopf zusammen so. Und hoffe, ich kann das in den nächsten 3 bis 5 Podcasts irgendwann erzählen, weil diese Geschichte, wenn du diese Geschichte hörst, und ich werde sie dir persönlich, ich werde sie dir privat erzählen. Nee, will ich auch nicht hören. Ich will doch, mach ich. Ich muss es jemandem erzählen. Dann wirst du sagen. BlizzCon, du musst los jetzt. Ja, so. Ich wollte es nur planten, damit die Leute, Leute angeheizt sind, damit sie wissen wollen, was da war. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Oh, jetzt bin ich ganz aufgeladen. Ich auch. Ist ein bisschen kürzere Folge, Leute. Sorry, ich habe einen Kater, ich bin selber schuld. Wir haben es leider irgendwie anders zeitlich nicht die Woche geschafft. Nächste Woche aber für euch die Folge, wie wir zusammensitzen, aufeinander, ineinander, miteinander, mit ein paar Gin Tonics. Dann erzählen wir euch von unserer... Machen wir Video auch? Bestimmt, ja, lass es machen. Von unserer coolen Musical-Erfahrung. Und dann setzen wir uns ins Oma-Set. Aber lass dann auch darüber was machen, videomäßig. Ja, meine ich doch, wir machen Video im Oma-Set. Aber nicht nur, wie wir sitzen, sondern irgendwas noch machen. So. Also ja, wir machen vielleicht Outdoor. Wir denken uns was aus. Ja, okay. Einer hat ein Eichhörnchen. Vielleicht können wir, wir drehen einen Clip und den werden wir dann auf YouTube, wenn wir den einblenden. Das finde ich gut. Okay, oh yes. Leute, wir müssen los. Arthur hat einen dringenden Termin seit 9 Minuten. Ganz dringender Termin. Es ist ein dringender Termin! Alles cool. Armin, Grüße gehen raus. Ich habe eine Sache noch, wo ich auch mit dir mit dir reden muss, für was unsere Live-Tour angeht, aber das werden wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen verstärken. Nächstes Jahr alles. Oh ja. Und dann genau wie Hazel bis 2021 einfach nur noch Podcast live. Es gibt ja schon so eine Excel-Datei, wo aber noch nichts drinsteht. Finde ich gut. Excel finde ich gut. Ich muss pinkeln. Ich muss jetzt aufhören. Arthur, ja. Ein frohes Deutschland an dich. Ich bin froh, dass du jetzt einer von uns bist, weil ansonsten wäre der Podcast auch echt für mich schwierig geworden. Nächstes Mal bin ich deutsch. Und ich sag einfach nur, war ein Spaß jetzt, ihr Idioten. Und das nächste Mal sage ich schon, oder wenn du es erzählen darfst, das ist nur mein Tipp. Ihr könnt es ja gerne auf Twitter oder in den YouTube-Kommentaren abgeben. Mein Tipp, warum Arthur bei der Polizei war, ist, weil er jetzt Deutscher ist und alle seine Portemonnaies langsam wieder zurückgibt, die er geklaut hat. Haha, Alltagsrassismus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deutschland an euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Ha, ha, ha. Ich lache wegen Portemonnaie-Witz. Ha, 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 ha. Ja, und wenn du auch gut findest die Sendung, dann erzähle gerne deine Kollegen davon und sag mir Bescheid, ob Waschmaschine noch da ist und sag mir bitte letzten Preis. Grüße gehen raus. Ha, 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 ha.